Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Jetzt geht es nämlich um das OnePlus 2. Das ist der Nachfolger vom OnePlus One, was ich hier eben mal nebendran hier habe. Das benutze ich schon seit, ich glaube, mittlerweile einem Jahr oder eineinhalb Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange das schon auf dem Markt ist. Bin unglaublich zufrieden mit dem Produkt hier. Und jetzt gucke ich mir einfach mal das OnePlus 2 an. Da habe ich einen Invite dafür bekommen. Das heißt, es ist genau wie beim ersten wie bei der ersten Version so, dass man das Smartphone nicht einfach so kaufen kann, sondern man braucht einen Invite dafür. Ich habe jetzt hier die 64 GB Version, das heißt auch die Version mit 4 GB LPDDR4 RAM und nebenbei eben noch eine kleine Verpackung und zwar, oder halt ein Cover, und zwar ist das Rosewood, eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Zur Verpackung gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Es ist ein sehr, sehr stabiles Gehäuse, würde ich jetzt mal sagen, hier die Verpackung. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, da haben sie eine gute Arbeit geleistet. Also bei manchen anderen Smartphones, zum Beispiel hatte ich das Problem beim Note 4 zum Beispiel, da finde ich die Verpackung irgendwie nicht ganz so schön gelungen. Die fühlt sich auch ein bisschen sehr zerbrechlich an, sage ich jetzt mal. Hier ist es aber wirklich sehr gut gemacht. Das gefällt mir unglaublich gut. Die Front halt hier mit so einem schön illustrierten 2, mit so einer schön illustrierten 2, das ist eigentlich ganz schön gemacht, muss ich sagen. Auf der Rückseite haben wir dann eben hier noch so ein paar kleine Standardbeschreibungen. Kommen wir aber gleich noch drauf zurück, was hier alles mit dabei ist in der Verpackung. Ansonsten, das schauen wir uns später an. Hier steht aber auch nicht viel mehr drauf. Aber jetzt machen wir einfach mal die Verpackung auf. Die Verpackung hat sich ein kleines bisschen geändert. Das sehen wir jetzt gleich. Wir sehen nämlich zuerst das Smartphone vorne. Ich fand die alte Verpackung ehrlich gesagt ein bisschen schöner. Da war alles so ein bisschen breit gefächert. Jetzt nehmen wir das aber schon mal hier raus. Fühlt sich jetzt auf den ersten Blick, können wir mal gucken, ja, eine ganze Ecke schwerer an. Nehmen wir das aber mal raus hier. Dann haben wir hier so einen kleinen Quick Start Guide. Schauen wir mal, was hier mit dabei ist. Genau. Ansonsten einen Pin-Remover haben wir gar nicht, weil wir den gar nicht erst brauchen. Das zeige ich euch eben auch gleich nochmal. Die genauen Details sehen wir dann im Review. Dann haben wir hier noch das Kabel. Das ist ein USB-Typ-C-Kabel, was wir hier sehen können. Machen wir auch gleich hier mal wieder zu. Und dann haben wir hier noch den europäischen Stecker dafür. Ich finde den ehrlich gesagt sogar ein bisschen schöner wie den alten. Das Weiß ist zwar nicht ganz so schön gelungen, muss ich sagen, aber von der Aufmachung her, auch hier oben mit dem Rot, finde ich den schon viel schöner. Muss aber dazu sagen, ihr könnt natürlich die Adapter überall benutzen. Das Kabel hat sich aber selbstverständlich aufgrund des neuen Standards verändert. Wir haben nämlich keinen normalen Micro-USB mehr, so wie beim alten Kabel, sondern wir haben jetzt eben den Typ-C-Stecker. Und auch diese Seite hat sich nämlich verändert. Wir haben nämlich nicht nur einen einwertig einschiebbaren, sage ich jetzt mal, sondern wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, in welcher Richtung wir den einschieben. Wir können ihn sowohl so als auch so hier reinstecken. Das heißt, das macht keinen Unterschied. Das heißt, im Grunde wurde der Typ-C-Standard eben auch hier in den Adapter bzw. hier ins Kabel integriert. Eine wunderbare Sache, finde ich gut. So, jetzt schauen wir uns hier erstmal das Layout an sich so an, wie sie hier die Verpackung gemacht haben, finde ich schön. Bei vielen anderen Smartphones geht die Verpackung eigentlich schon fast ab, wenn man die aufmacht. Gut gemacht hier, finde ich wirklich schön. Auch klar, man legt hier einfach ein paar Sachen Wert, die eigentlich wirklich sehr irrelevant sind. Ich finde es aber dennoch schön, dass man so eine gute Unboxing-Erfahrung hat und nicht gleich von Anfang an irgendwie merkt, ist es billig gefertigt oder so ein Mist, sondern das fühlt sich wirklich gut an. Wow, okay, der erste Eindruck, ziemlich geil. Wieso wow? Weil ich das erstmal gar nicht so erwartet habe. Wir haben beim alten OnePlus One, beziehungsweise beim alten OnePlus, um es so zu sagen, haben wir hier eben keinen Metallrahmen, der hier eben schon vorhanden ist. Das ist entweder blankes Aluminium oder eine Aluminium-Magnesium-Legierung, denke ich mal. Das fühlt sich schon unglaublich hochwertig an. Also das schon so in der Hand zu haben, macht schon einen wunderschönen Eindruck. Auf der Front befindet sich im Grunde nicht viel. Wir haben hier eben standardmäßig das Layout. Hier auch gleichzeitig eine Folie mitgeliefert, eine Display-Schutzfolie. Finde ich gut. War hier zum Beispiel nicht mit dabei. Das heißt, man muss sich nicht extra eine kaufen. Hier oben haben wir eben noch die Frontkamera.
einen Home-Button, der nicht zum Drücken ist, also der hat kein haptisches Feedback, sondern das ist ein integrierter Fingerabdrucksensor, der halt natürlich auch die normalen Funktionen wie ein Home-Button erfüllt. An der Seite ebenfalls noch eine wunderbare Funktion, die man eigentlich heutzutage in keinem Smartphone so findet, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar eine Wippe, die uns erlaubt, so diese Notifications, diese Benachrichtigungen in bestimmte Modi einzuschalten. Android 5.0 meines Wissens nach unterstützt ja diese Charakterisierung von Benachrichtigungen in wichtig, in stumm und in sonst noch irgendwas. Und das kann man hier eben mit diesem Button einstellen. Ich glaube, ganz oben ist stumm. Finde ich jetzt nicht so schön. Das hat auch MKBHD gesagt. Der hat damit sehr recht. Da habe ich nämlich ein Review, glaube ich, mal vor kurzem gesehen. Er sagte, das gefällt ihm irgendwie nicht, dass der Button auf stumm ist, wenn er oben ist. Ich fände es auch schöner, wenn er unten ist und dann stumm ist. Das kann man auch in den Einstellungen irgendwie nicht abändern. Aber diese Haptik, die dieser Button an sich schon mitbringt, ist schon wirklich schön. Hier, diese Oberfläche ist nämlich so gut texturiert. Finde ich eine wunderbare Sache. Kennt man ja, glaube ich, auch vom ehemaligen oder vom ganz alten iPhone. Auf der Rückseite befindet sich hier eben noch diese altbewährte Sandstone Black Version. Natürlich machen diese anderen Swap Covers auch einiges her. Ich persönlich würde jetzt wahrscheinlich bei dem Sandstone Black bleiben, aber ich benutze das Smartphone nicht. Ich habe das einem Kumpel besorgt. Wieso werdet ihr wahrscheinlich noch im Review sehen, wieso ich es selber nicht benutzen werde. Jedenfalls fühlt sich die Oberfläche ganz minimal anders an, wie das, was wir hier haben. Auch so ein bisschen die Optik unterscheidet sich auch ein bisschen. Ich finde die Rückseite sogar vom OnePlus One ein bisschen schöner, ist aber natürlich auch Geschmackssache. Irgendwie liegt die Kamera mir zu tief unten. Ist aber gar kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Stört mich überhaupt nicht so an sich. Meistens tun die Leute ja eh eine Höhle drumrum. Das heißt, da ist es dann eh gegessen damit. Was ich aber cool finde, ist, dass wir jetzt halt hier eben auf der Unterseite nicht mehr diese Beschreibungen haben. Gute Sache, finde ich schön. Das kann sich nämlich jetzt eben auf der Rückseite innen drinnen befinden. Auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls noch eine Kamera und einen Dualblitz. Den kennen wir hier eben schon. Das ist aber kein Dualblitz, der unterschiedliche Farben konfigurieren kann, beziehungsweise eine schönere LED-Anpassung schafft, eine Blitzanpassung bei der Fotografie. Weiß ich nicht, wieso man dann zwei macht, wahrscheinlich einfach damit es heller ist. Und hier drunter befindet sich noch ein Laser, der halt Laser-Autofokus unterstützt. Kann ich aber auch gleich dazu sagen, funktioniert anscheinend nicht ganz so gut wie gedacht. An der anderen Seite ein Power-Button und der Lautstärke-Button. Was mir nicht gefällt, das habe ich, glaube ich, auch damals bei Mate 7 gesagt. Wieso tut man nicht den Lautstärke-Button auf die andere Seite? Ich habe zum Beispiel das Problem, dass man den Button dann irgendwie suchen muss. Klar, man hat den Daumen halt eben auf dieser Höhe, aber wenn man schnell mal in die Hosentasche greift, betätigt man schon ziemlich leicht mal den anderen Button. Gut, Geschmackssache, weiß ich nicht. Kann ich, glaube ich, nicht groß zu sagen, muss ich halt einfach ausprobieren. Aber an sich gefällt mir diese Seite wirklich sehr gut. Auch das haptische Feedback ist sehr gut gelungen. Meiner Meinung nach sogar in dem Button ist so ein kleiner haptischer Unterschied. Das Drücken der Plus-Taste ist etwas leichter wie das Drücken der Minus-Taste. Finde ich aber gut gemacht. An der Unterseite befindet sich hier eben noch der Typ C-Standard, der leider nur auf USB 2.0 läuft und ein Lautsprecher. Und was halt so gut an dem Typ C-Standard ist, dass man den halt auch reinstecken kann, wie man will. Und nicht so wie beim Micro-USB-Standard, dass man dann immer gucken muss, dass man den richtig reinsteckt. Und wenn man es zum Beispiel beim Autofahren irgendwie versucht, so reinzustecken, habe ich auch schon gesehen, haben Leute ihre Anschlüsse zerstört. Und dann kannst du das Handy eigentlich wegschmeißen oder musst es halt irgendwo einschicken, was natürlich alles Geld kostet. Auf der Oberseite haben wir noch einen Klinkenstecker. Ansonsten gibt es hier nicht viel mehr zu sagen. Die Rückseite können wir uns jetzt auch nochmal kurz angucken. Dafür machen wir das Swap-Cover hinten auf. Das geht eigentlich ziemlich simpel. Ähnlich simpel wie bei den ganzen Samsung, bei den alten Samsung-Modellen. Zum Beispiel S3 oder ich glaube sogar S4 hat sie auch noch unterstützt. Ich will mal gucken, dass ich das hier jetzt halt ordentlich rausbekomme. So. Boah, da habe ich immer ein bisschen Angst, da denke ich, ich zerstöre was, wobei das eigentlich nicht der Fall sein sollte.
So, mit ein bisschen Gewalt funktioniert das. Da haben wir irgendwie eben die Rückseite, wo jetzt halt hier die Daten eingearbeitet sind und nicht mehr hier hinten. Ich glaube, da gibt es auch ein Gesetz mittlerweile, dass das hier nicht mehr vorschreibt, dass das nicht mehr da sein muss. Und hier haben wir eben noch eine kleine Besonderheit dort oben drinnen. Das hier ist nämlich ein Dual-SIM-Schacht. Leider kein Kombi-Schacht zwischen SIM und SD-Karte. Meiner Meinung nach macht diese Doppelkonfiguration nicht so viel Sinn. Es hätte mehr Sinn gemacht, eine SD-Karte noch als zweiten Slot mit einzufügen, da wirklich nicht viele diese Kombi benutzen. Hier in Europa. Ich weiß, dass in Amerika das doch ein paar benutzen. Hier in Europa kenne ich zum Beispiel, oder in Deutschland besser gesagt, kenne ich keinen, der das benutzt. Fraglich. Ganz ehrlich, aber 64 GB reicht vollkommen aus. Also da muss man echt gar keine Angst haben. Des Weiteren kann man hier eigentlich nicht mehr viel sagen. Was wir jetzt noch machen könnten, ganz am Schluss in dem Unboxing, wir schauen uns nämlich jetzt mal noch schnell das Swap-Cover an, wie das hier aussieht. Das ist das hier. So sieht das aus. Eine sehr schöne Textur. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das wirklich echtes Furnier ist. Fühlt sich aber echt so an. Also da ist es mir dann eigentlich egal, ob das echtes Holz ist oder jetzt gefaked. Was das hier unten ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Entweder ist es so eine Art Erdung. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Weil eine Erdung macht irgendwie bei so einer Holzrückseite keinen Sinn. Und Quick Charge ist es auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weiß es ja einer von euch, könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Das schöne Logo hier ebenfalls noch auf der Rückseite. Jetzt packen wir das hier mal drauf. So, schauen wir mal. Das klickt dann so rein. Hört sich vielleicht auf den ersten Moment mal relativ ungesund an, macht aber tatsächlich kein Problem. Was jetzt halt hier schön ist, wir schließen jetzt komplett mit der Rückseite hier ab, was ihr hier sehen könnt. OnePlus One oder OnePlus besser gesagt, hat die komplette Rückseite mit Akku ausgefüllt. Viele Firmen machen es so, die heben die Kamera einfach bis nach hinten raus, aber füllen den Rest nicht mit Akku. Finde ich Schwachsinn. Wieso die Kamera so tief zu machen oder so weit rausstehen lassen und nicht den Rest von der Rückseite auch noch schön befüllen? Ich finde auch diese Haptik, allein diese Tiefe, die jetzt entsteht eben, hinten auf der Rückseite, fühlt sich viel angenehmer an wie so ein dünnes Smartphone, was dann eben hier so einen fetten Nupsi hat. Hier ziemlich gut gemacht. Gefällt mir sehr gut. Auch die Textur hier ist wunderschön. Wirkt auch ein kleines bisschen dicker. Muss man auch ein bisschen drauf achten, wie mit dem normalen Cover. Kostet aber auch nicht so wenig Geld. Ich glaube 30 € oder so kostet diese Rückseite. Ich denke, es lohnt sich aber wirklich. Auch wenn man beachten muss, dass eben dieses Cover hier mit einem Schlüssel in der Hosentasche sofort kaputt ist, was ich auch hier damals gemerkt habe. Diese Textur geht mit der Zeit verloren. Es wird immer weicher. Es lässt sich auch schlecht irgendwie sauber machen. Ihr könnt dort nicht einfach mit Alkohol einfach mal drüber gehen und das Ding vernünftig sauber machen. Das geht hier natürlich schon. Wenn ihr mal dreckige Hände habt oder so nach dem Burger fressen, geht ihr hier einfach drüber und das Ding ist sauber. Finde ich geil. Ja, ansonsten, wir können es nochmal ganz kurz anmachen. Da können wir dann gleich mal hier reingucken. Am Anfang direkt so ein süßes Vibrieren. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht so gut, werdet ihr aber auch noch im Review sehen, dass eben dieser Vibrationsmotor ein bisschen schwach geraten ist. Dasselbe Problem hatte ich hier auch beim OnePlus schon. Der Motor war einfach scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. Gut, das Smartphone kostet auch nur 300 € und das hier kostet 400. Ja, ist halt irgendwie Geschmackssache. Jetzt können wir hier mal kurz einfach mal durchzappen, SIM-Karte anlegen, überspringen, brauche ich nicht. Bla bla, ohne trotzdem überspringen. Wo man halt hier jetzt noch eine Möglichkeit hat, diese tatsächlichen echten Offscreen-Tasten durch Onscreen-Tasten hier zu ersetzen, bin ich aber der Meinung, ihr seht es wahrscheinlich jetzt hier erstmal ganz schlecht. Können wir jetzt hier mal gucken, da poppt es dann so langsam hier auf. Bin ich der Meinung, ist scheiße. Also da brauche ich ja nicht so ein großes Display, wenn ich dann die Hälfte eh im Grunde fast durch Tasten ersetze. Wir können eben hier auch konfigurieren, ob wir diese kleinen Schlitze, die wir jetzt hier unten eben sehen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber hier sind so zwei Striche, kann man auch eben konfigurieren durch Zurück- oder Optionstaste, was halt hier nicht so der Fall war, weil dort die Tasten tatsächlich schon so konfiguriert waren,
dass hier eben die Einstellungstaste und hier Zurücktaste ist. Das heißt, man hat hier eben auch mit diesen Offscreen-Tasten die Möglichkeit, die zu konfigurieren. Hier kann man auch so ein paar Shortcuts einstellen, bin ich aber der Meinung, brauche ich eh nicht. Nehmen wir die Google-Tastatur und Shelf können wir auch aktivieren, das ist auch eine coole Funktion. Gehen wir weiter und jetzt sind wir eigentlich schon im Home-Menü. Vom Display her kann ich direkt schon mal sagen, ist gut. Können wir auch hier gleich mal vergleichen mit dem OnePlus. Da hat sich, denke ich, nichts getan. Ich denke, die haben dort einfach denselben Bildschirm wieder übernommen. Meiner Meinung nach, glaube ich, ist der vom OnePlus ein bisschen heller. Aber ist auch, glaube ich, nicht so das Thema. Der hier ist ein bisschen wärmer konfiguriert. Auch die Icons wirken alle so ein bisschen größer. Ansonsten haben wir eben hier noch diese schöne Shelf-Funktion. Dort kann man so ein paar Widgets und so einstellen. Zum Beispiel häufig genutzte Kontakte oder häufige Apps und so Geschichten. Finde ich wirklich sehr coole Funktion. Also da bin ich ein großer Fan von solchen Konfigurationen. Ansonsten kommt hier einfach kaum Bloatware mit. Das heißt, wir haben eigentlich nicht jede Menge Unsinn mit dabei, sondern wirklich das, was man braucht und den Rest kann man halt installieren. Gute Sache, gefällt mir. Ansonsten kann ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen da. Jetzt muss nur noch jeder von euch selber entscheiden, was man davon hält. Ihr braucht halt einen Invite. Ganz einfach. Ist halt nicht so einfach, da dran zu kommen. Ich war, glaube ich, unter den ersten 200.000, die einen es jetzt bekommen haben. Bin da auch sehr froh drüber. Ich werde es dennoch nicht behalten. Wieso? Seht ihr im Review. Das werde ich erstens hier oben verlinken, wenn es noch nicht da ist, in diesem kleinen i rechts oben. Oder es wird halt demnächst einfach noch ein Review dazu kommen. Da bin ich mir nicht sicher, was zuerst hochgeladen wird. Aber alles in allem bin ich doch sehr, sehr, sehr zufrieden für den Preis. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, der, Vorsicht, noch kein Smartphone hat, was so, ja, ich sag jetzt mal, den Standard eines OnePluses erfüllt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich über einen Daumen natürlich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und Servus. Dankeschön.